Hey yo Freunde, euer Mr. Duit aus meinem Zimmer, aus der Wohnung, mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Entschuldigt meine Dragon Ball Z-Frisur. Ich verwandle mich gerade. Ich weiß gar nicht, aus Wut oder... Ich muss euch erstmal was erzählen. Ich stelle euch mal kurz hin. So, Freunde, ganz kurze Geschichte. Habe ich zwei Autos geschrottet? Mindestens eins dürfte schon ein bisschen... Ja, wehgetan haben, sagen wir mal so. Freunde, folgendes ist mir passiert. Wir wissen alle durch die Nachrichten, dass aktuell ziemlich viel, was das Thema halt Wetter angeht, ziemlich viel los ist. Viele Menschen konnten teilweise nicht zur Arbeit fahren, weil ihre Autos nicht vom Fleck kamen. Oh, jetzt ist es mal gemütlicher. So. Ich werde wahrscheinlich heute Abend auch streamen. Mal gucken, wie viele dabei sind. Ihr schaut hoffentlich da vorbei. Gut, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, so, irgendwas musst du machen, damit du jetzt diese Zeit, weil ich habe teilweise, wenn ich an der Halle war, das Tor nicht aufgekriegt, weil der Schnee so sich vor dem Tor gesammelt hat, ne, ist ja direkt am Boden, die Tür, und musste da erstmal mit dem Fuß, ich habe die Schippe ja drin gehabt, musste mit dem Fuß den Schnee wegmachen und so, das ist doch alles scheiße. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich auf jeden Fall jetzt ein, zwei Tage erstmal ein bisschen was zu Hause mache. Ich muss sowieso ein bisschen Lampen und sowas noch aufhängen, ein paar Regale wollte ich hier machen und sowas, das nutze ich dann halt, ne? Gut, trotzdem muss man ja irgendwie noch von A nach B kommen können, einkaufen etc. Gut, der Passat ist im Moment nicht so dazu geeignet, weil der Passat hat Sommerreifen, ja? Schande auf mein Haupt, ich habe es nicht verdrängt, aber ich habe gedacht, letztes Jahr kaum Schnee, vorletztes Jahr kaum Schnee, für die ein, zwei Tage, wo es mal wirklich nieselt, lässt ihr die Karre stehen, macht nichts. Das ist jetzt so lange, also wir haben jetzt den dritten oder vierten Tag, wo es doch schon heftig ist, und das Perverse ist ja, ihr habt vielleicht die Nachrichten gelesen, wie auch immer, dass die A1, teilweise standen die da über Nacht, 12 Stunden saßen sie im Auto, weil die LKWs nicht vom Platz kamen, ja, deswegen dauert ja auch aktuell die ganze Sache, was das Thema anbelangt, jetzt mit Lieferungen und so, ja, Amazon und Co., dauert ziemlich lange, weil einfach die ganzen Logistiker Probleme haben mit ihren Sprintern, LKWs und so weiter und so fort, von A nach B zu kommen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, Passat können wir außer Acht lassen, der ist zugeschneit und bleibt erstmal auch so, bis es auf jeden Fall wieder trocken ist, beziehungsweise ohne Schnee auf den Straßen fahrbar ist. Die Stadt Dortmund, ich wohne ja in Dortmund, hat auch gesagt, dass das total, also nicht nur die Stadt Dortmund, aber man merkt es da in Dortmund, teilweise sind die Hauptstraßen immer noch mit so einer richtigen Eisschicht übersät. Das sehe ich immer, wenn ich einem... laufe und sehe die fahrenden Autos, wie die ganzen Federn einschlagen. Das sind richtige Eisbuckel, ja, die natürlich auch dafür sorgen, dass es ziemlich glatt ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, komm, machst du den Renault Scenic, da sind Winterreifen drauf, machst du den Renault Scenic fertig. Bin dann so, weil er ja schon länger steht, ich will den übrigens jetzt verkaufen, weil das Auto ist leider Gottes wegen dem Arbeitsplatz von meinem Sohn, die Mutter, die muss immer zur Kita fahren und dort auch parken, und das Auto ist einfach zu voluminös geworden zum Parken. Ursprünglich war der Gedanke ja Tagesmutter, sie brauchen 7 Sitzer, war alles schön und gut. Renault Scenic ist ja auch alles fertig gewesen, wisst ihr. Die Videos haben wir ja zusammen alle gedreht, beziehungsweise haben die Sachen repariert, der hatte ja Zündaussetzer und so weiter. Und Wagen läuft eigentlich oder lief soweit gut. Zuletzt hatte ich noch den Scheibenwischer repariert, beziehungsweise den Scheibenwischermotor getauscht, weil der halt Aussetzer hatte, gravierende. Und im Regen ging das gar nicht. Fakt ist, wir werden jetzt gleich auch runtergehen zum Scenic. Ich dann gedacht, komm, der stand jetzt 2 Monate, nimmst du Akkupack mit und guckst mal, dass der Wagen wieder anspringt, damit ich erstmal den Kollegen bewegen kann, damit sie den fahren kann, ja. Ich selber habe ja die S-Klasse, das wird jetzt gleich kommen, das Thema, Alter. Haltet euch fest. Auf jeden Fall, Renault Scenic hingefahren. Siehe da, Auto springt von alleine an. Also trotz so langer Standzeit und Kälte hat die Batterie noch genug Saft gehabt, um den Wagen anzulassen. Gut. Dann lasse ich den Wagen laufen, wie es halt so ist, und fange draußen an zu kratzen. War eine richtig fette Eisschicht und der stand so zum Wind hin. Das heißt, die ganze Scheibe war voller Eis. Ich konnte die Türen kaum öffnen. Das kam noch hinzu. Aber die hintere linke, rechte Tür habe ich dann aufgekriegt und bin nur reingestiegen, Kupplung gedrückt. Ach, war eine Prozedur vom Feinsten.
Man sollte auch nicht zu feste dran ziehen. Die Türdichtungen, die können auch abreißen. Also das kann man, damit kann man auch was kaputt machen, wenn man zu stark dran zieht. Oder der Griff reißt ab, wie auch immer. Eine Tür habe ich aufgekriegt, weil das nicht die Schlagseite war. Angemacht, ausgestiegen, angefangen zu kratzen. Ich denke so, hinten Heckscheibenheizung hatte ich an. Hinten schmilzt alles, aber sonst passiert gar nichts, oder? Ich irgendwann dann die Tür vorne wieder versucht, ging immer noch nicht auf, bin wieder hinten eingestiegen, höre so und denke mir, warum geht denn der Lüfter nicht? Ne, Stufe 4 gehabt, ne? Die Lüfter auf die Frontschutzscheibe, ist ja ein Benziner, 2 Liter 16V, wird also auch relativ schnell warm, wenn man das vergleicht mit einem Diesel. Ich denke mir, okay, Temperatur steigt, aber der Lüfter geht gar nicht, ne? Also Innengebläse. Ja, und dann habe ich gefummelt, gemacht, tot. Von jetzt auf gleich ist der Lüfter gestorben. Alter, dachte ich mir, wir gehen jetzt auch gleich runter zum Zenick, weil die Batterie jetzt doch leer ist. Ich bin von dort, oh, jetzt ist der Mund wieder ausgegangen, bin dann also von dort in die neue Wohnung. Das sind Luftlinien. Ich habe auch einen Umweg gemacht, also der Wagen lief schon gut, 40 Minuten die Ecke. Aber trotzdem hat es nicht gereicht, über Nacht die extreme Kälte, heute Morgen nicht angesprungen. Alles klar. Ich denke mir, gut, passiert, kann man nichts machen. Runtergegangen, Batterie jetzt angeklemmt und dann werden wir jetzt gleich nochmal schauen, ob das, ich habe ein Starthilfegerät, was knapp 1000 Euro kostet, mit einem Kondensator drin. Also du brauchst keine, das Ding braucht keine eigene Energie, es nimmt sich die Restspannung aus der Batterie, die dort ist, auch wenn es sehr minimal ist, es dauert nur länger, aber der holt sich die Spannung in dem Kondensator, sammelt diese und gibt diese dann in einem Zuge wieder frei. So kannst du ohne einen ladenden, also ohne einen Ladevorgang immer wieder dieses Gerät benutzen. Ist eigentlich sehr praktisch, dauert nur ein bisschen, je nachdem wie leer die Batterie ist. Ich habe den jetzt circa eine halbe Stunde dran, ich gehe gleich wieder runter mit euch und dann werden wir den versuchen zu starten. Okay. S-Klasse von meinem Vater, Digga. Mein Vater fährt ja aktuell den Kia Sorento. Gut, dass er das macht. Ich habe vorgestern, wollte ich von der Halle ganz normal nach Hause fahren und denke mir, komm, machst den Motor an und kratzt dann, ne? Von außen das Grobe weg. Ich mache den Motor an, 1 Minute, 2 Minuten, bin am Kratzen, 3 Minuten. Wir reden hier von -10 Grad und sowas, ne? Also wir sind in Dortmund sowas gar nicht mehr gewohnt. Und ja, dann habe ich den gestartet und fange an zu kratzen, war hinten schon, weil hinten hatte er keinen Scheibenwischer, ich muss also extra. Und dann auf einmal merke ich so Qualm, so ein Gestank, so ein Gummigestank. Ne? Ich denke, was ist das denn? Normalerweise riecht er aus dem Auspuff ganz anders. Ne? So ein typischer Diesel-DPF-Geruch. Ne? Ich guck zwischen den, zwischen der Motorhaube, zwischen den Ritzen. Qualm! Ich denke, nein, was qualmt denn da am Motor? Motor lief noch, ich mache die Tür auf, mache die Motorhaube auf, gehe nach vorne, öffne die Haube, was auch relativ schwierig ging. Öffne die Haube und sehe überall Qualm. Ich denke, hä? Was ist denn hier los? Und dann sehe ich, der Riemen war halb zerfressen. Also die Hälfte vom Riemen, vom Keilrippenriemen, den ich ja letztes Jahr im Februar getauscht hatte, der ist also nagelneu eigentlich gewesen, hat sich fast zur Hälfte aufgelöst. Da waren überall, hat er so Fäden gesponnen und fing an zu fressen. Ich direkt den Motor ausgeguckt, ne, Qualm wurde immer mehr, klar, Gummi, das so reibt und so. Und dachte mir, verdammt, warum, was ist denn jetzt los, ne? Bin direkt an die Lichtmaschine, guck. Also man guckt ja sich alle Rollen an, ne? Hab auch gesehen, dass der Riemen ein bisschen so schlabberte. Also nicht mehr gerade in seiner Spur lag, sondern ein bisschen am Schwenken war. Ich guck den ganzen Weg und Digga. Also Motorschaden ist es nicht. Aber die Wasserpumpe dürfte kaputt sein. Die habe ich sogar neu gemacht. Was ist passiert? Ich habe da auch so mal 0,0 und ich mache jetzt meinem Vater auch gar keinen Vorwurf, ne? 0,0 Sekunden dran gedacht. Ich fühle dann so oben hinter dem Thermostat, großer Kühlkreislauf, fühle ich dann den Schlauch und denke mir, das ganze Wasser ist eingefroren. Der komplette Kühlerstrang ist eingefroren. Die Pumpe saß fest, die Wasserpumpe. Und natürlich hat die Kurbelwelle, die Riemenscheibe, hat natürlich gedreht.
weil das Gummi auch recht neu ist, hat er nicht durchgedreht und auf Spannung hat er nicht durchgedreht, sondern überdreht. Das heißt, er hat punktuell auf der Umlenkerrolle von der Wasserpumpe geschliffen, gerieben. Und natürlich kommt dann Temperatur zustande und das Ganze, die Fasern lösen sich dementsprechend auf. Digga, ich mache den Motor aus, wie gesagt, guck, stelle das fest, merke, es ist richtig, als ob ihr so eine Flasche Wasser in so ein Eisfach tut und nach einer halben Stunde rausholt, wisst ihr, teilweise Wasser, teilweise Eis, so richtig so hat sich das angefühlt. Das komplette Ding, und warum ist da jetzt normales Wasser drin? Wie gesagt, mein Vater, kein Vorwurf. Wir hatten ja eine leichte Inkontinenz am Kühler, den ich ja neu gekauft hatte. Das ist wohl ein Fabrikats- oder industrieller Fehler. Heißt also, wir haben wirklich so minimal, tropfte es runter. Und ich muss sagen, ich habe meinem Vater gesagt, das war aber noch im Sommer, aber man vergisst ja auch so viel. Ich habe meinem Vater gesagt, Mama, bitte mach jetzt erstmal kein normales Kühlwasser rein, sondern normales Wasser, schütt nach, ne, wenn er wieder leerer wird. Weil lohnt sich nicht, ich hole ja den Kühler neu. So. Hab eigentlich auch dem Händler geschrieben direkt an den Tagen. Hier, Kühler, den ich gekauft hatte, kaputt, bla bla bla, Garantie, wie sieht's aus? Der hat sich übrigens jetzt, wo ich darüber nachdenke, immer noch nicht gemeldet. Das Ding war ja nagelneu und undicht. Fakt ist, mein Vater hat natürlich fleißig immer Wasser nachgekippt, wenn was war, ne? Auch wenn es minimal war, aber es reicht ja schon, wenn der Anteil höher ist als das Frostschutzmittel, dann ist natürlich dieser Temperatur, die Schwelle, wo der Einfrierpunkt ist, natürlich höher, ne, als statt niedriger. Also anstatt minus 25 Grad fängt er schon an, dann bei 0 Grad einzufrieren, wie es halt bei Wasser ist. Jetzt habe ich mir den Riemen geschrottet, wahrscheinlich die Wasserpumpe geschrottet. Wer weiß, na gut, die Umlenkrolle ist ja auch aus Plastik. Könnte sein, dass die auch noch eine Riefe gezogen hat. Ey, wie kann man so viel Pech haben? Da kriegen wir einmal so komische Temperaturen, Alter. Und meine beiden Autos machen sofort so eine Probleme. Das gibt's nicht. Ja, so ist das im Leben. Ich würde euch natürlich bitten, reinzuschreiben, ob ihr ähnliche Situationen erlebt habt. Seid ihr irgendwo reingerutscht, kam nicht mehr von alleine raus? Hat das Auto, trotz dass es irgendwo an der Straße stand, war es so, teilweise ist es ja so, dass diese Schneeschieber so einen Haufen vor dem Auto ja, stapeln, dass man selber nicht mehr rauskommt. Also das sind Dinge. Und was ich gemerkt habe, Heckantrieb kommt schlechter vom Fleck als ein Vorderrad an, also Frontler. Weil natürlich vorne das Gewicht vom Motor drauf drückt. Also ich kann euch nur empfehlen, bei diesen Temperaturen mit Heckantrieb, BMW etc., kann ich euch nur empfehlen, dass ihr vielleicht irgendwie Gewicht hinten auf den Kofferraum packt, damit die Festigkeit noch auf dem Boden höher ist. Ne? Das merke ich also beim Fahren, zum Beispiel der Passat, trotz Sommerreifen, kommt definitiv besser vom Fleck als der 1er BMW. Ja? Der rutscht sich da einen zurecht, dann geht man hinten zum Kofferraum, wippt ein bisschen, ne? Also setzt sich halb drauf. Und kommt dann irgendwann doch nochmal weg. Also das kann ich nur jedem nahelegen, der vielleicht irgendwo in einer Gegend wohnt, wo es permanent so ist. Weil wir hier in Dortmund, wir hatten letzte Woche 14 Grad plus. Also das sind Unterschiede. Gut, soll ja auch so eine Wolke sein oder so ein Kälte-Ding, was auch wieder dann weggeht. Aber das waren echt Situationen jetzt in den letzten Tagen, die waren heftig, Freunde. Gut, ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt eine Jacke an. Wir gehen runter zum Zenix, schauen, ob der Kondensator voll ist. Starten den Motor, werden ein bisschen laufen lassen, damit er ein bisschen den Akku lädt. Ich werde auch ein Messgerät mitnehmen, schauen, ob die Lichtmaschine auch genug Power reinballert. Weil komischerweise 40 Minuten bin ich gefahren und trotzdem hat er... und die Batterie ist auch neu, die ist auch vom letzten Jahr. Seltsam. Okay, Freunde, trotzdem gute Laune. Wir gehen runter und starten den Zenix. Hoffentlich. Bis gleich. So, Freunde, jetzt bin ich hier am Auto angekommen. Oh, und das meine ich, das kennen wir alles gar nicht, dass der Schnee so hoch ist und so hart, ne? So, jetzt habe ich das Ganze hier angeklemmt und von oben vom Fenster natürlich geguckt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie viel der hier schon hat. Okay, warum hat er so wenig? Normalerweise müsste der schon voll sein. Das heißt, die Batterie ist total tiefenentladen. Verdammt. Oh nein, Alter, tu mir das nicht an. Jetzt gucken wir nochmal in. Und der ist immer noch so zugefroren, ey, Wahnsinn. Da, der Griff hängt auch wegen dem Eis. Ein bisschen Finn super dran. Ich probiere es mal. Das gibt's doch gar nicht. Ist immer noch. Oh. Hier drin sieht's aus. Ey, guck mal, das Wasser in der Flasche gefroren. Jetzt habe ich die Türen abgeschlossen. Toll.
So, Messgerät. Oh, bitte nur einmal kurz anspringen, das war's. Nein! Warum gehen die Scheibenwischer an? Das gibt's doch nicht. Ne, jetzt ist er wieder leer. Ey, so tiefenentladen, Alter, das gibt's doch nicht. Wie kann man so ein Pech haben? Und außerdem steht der Scheibenwischer auf Null und der geht an. Was ist das für ein Scheiß? Hier, die Kappe hatte ich abgemacht, weil ich den Lenker wechseln wollte. Der sieht ja so rabiat hier, so schlecht aus. Wollte mir die Verschrauber ansehen, weil es gibt zwei Versionen von diesen Lenkrädern und da wollte ich unbedingt gucken. Und jetzt geht der Scheibenwischer an, obwohl wir gar keine Energie haben. Alter, das gibt's doch gar nicht. Komm. Ja, diese Karten, ne? Der absolute Horror. Ne, schafft er nicht. Ne. Oh Gott im Himmel. Also ich verstehe auch nicht, warum der Kondensator nicht lädt. Normalerweise, wenn er schon so dreht, müsste genug drauf sein. Das ist ja das Komische. Also ihr seht, auch ich habe Probleme oder ich nehme einfach einen Massepunkt, falls er damit nicht klarkommt, weißt du? Nehmen wir mal irgendeinen Massepunkt. Ja toll, hier hast du gar keinen. Da nehmen wir den Motorhalter hier. Warum lädt er nicht auf? Das ist doch. Normalerweise muss er grün sein. Steht doch auf On. Das Ding ist auch definitiv nicht kaputt. Oder ist die Sicherung kaputt? Nein, die Sicherung ist auch in Ordnung. Da drin sieht man sie. Plus ist auch definitiv dran. Ja, da muss ich ihn noch ein bisschen dran lassen. Ne? Ja, wie man sieht, dieses Wetter macht alles irgendwie ganz. Ich weiß auch nicht, das ist alles nicht normal. Ich meine, beim Bund war ich gewohnt, die Kälte und so, ne? Aber trotzdem ist es jedes Jahr wieder grauenhaft. Grauenhaft. Ich versuche es jetzt vielleicht nochmal. Ich muss ja immer die Kupplung drücken wie so ein Iltis. Ne, das schafft er nicht. Oh, das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen ihm Zeit geben. Er hat ja gedreht, ne? Aber nicht lange genug. Meinen kleinen Starter habe ich in der Halle. Und da liegt er natürlich sehr gut. Weil ich überhaupt gar nicht mit solchen Situationen gerechnet habe. Ich habe gedacht, ich nimmst das Ding mit. Hätte ich lieber den Kleinen mitgenommen, aber der war so halb voll nur. Und dachte mir, komm, bevor ich da stehe und der springt gar nicht an. Aber damit hätte ich hier gar nicht gerechnet. Ich muss an den Zenik unbedingt noch was machen. Guck mal, hier hängt noch ein Kabel. Das war noch der letzte Schritt, wo ich hier mit der Rückfahrkamera, da hängt auch noch was da hinten. Schuster, bleib bei deinen Lenden. Wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Ja, und das Problem ist natürlich mit dem Eis hier drin, ne? Das ist nicht, weil die Scheibe gerissen ist, das ist, weil hier Eis ist. Seht ihr das oder diese Risse? Digga, das ist. Und der Mercedes. Ich weiß nicht, ob die Wasserpumpe das überlebt hat. Weil wenn das ganze Wasser da drin, dann konnte er nicht drehen. Dann hat natürlich das Lager versucht, also der Riemen versucht, die Pumpe zu drehen. Entweder ist jetzt Matsche oder er hat es überlebt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir in Ruhe ansehen, wenn jetzt die Temperaturen wieder sinken. Es soll ja eine Wetterfront sein, die jetzt auch irgendwann mal dann weg ist. Und wir hoffentlich wieder so um die 5 Grad plus oder was sind. Dann, weil wie gesagt, also das ist absolute Katastrophe. Ne? Bielefeld Richtung Sauerland oder so. Oder Sauerland Richtung Bielefeld. Ich weiß nicht, ob die Leute immer noch da stehen. Die LKWs kommen nicht vom Fleck. Und für unsere Verhältnisse hier in Dortmund ist das schon heftig, finde ich. Ihr könnt mir reinschreiben, wie es bei euch aktuell aussieht, wie ihr ja das Ganze behandelt. Ich muss auch jetzt, ich werde das auch wirklich machen, ich werde jetzt für ihn auf jeden Fall Silikonspray auf die Türdichtungen schmieren. Jetzt bis April dann immer wieder mal so ein bisschen, jeden Monat einmal so schön eine Schicht drauf, damit das Gummi geschmeidig bleibt und es nicht dazu kommt, dass es hier einfriert. Habt ihr grundsätzlich bei euch immer irgendwas im Kofferraum oder irgendwas zu Hause, wo ihr so immer griffbereit ja, dasteht und jemanden Starthilfe geben könnt oder euch selber natürlich helfen könnt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wie ihr das handhabt. Es gibt ja Stellen in Deutschland, die ist bei weitem schlimmer als jetzt bei mir hier. Und ja, ist auch übel für die Autos. Ne? Naja gut, was willst du machen? Euer Mr. Do It, wir müssen halt damit leben, was sollen wir machen?
Wir sehen uns am Morgen. Ich krieg den Wagen schon an, keine Sorge, aber ich glaube, ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Die halbe Stunde hat nicht ausgereicht, so leer ist die Batterie. Und ja, in diesem Sinne, bis morgen, bis dann. Vielleicht sehen wir uns nachher im Stream. Ich würde mich freuen,